Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge TV and Friends. Euer Grau hat sich wieder einiges einfallen lassen für euch. Diesmal haben wir natürlich wieder ein Upgrade dabei. Ich blende euch mal eben den Neuzugang ein. Das ist Jean-Christophe Baalbek. Ich habe mir gedacht, wir stellen noch mal die Aufstellung um. Weil ich denke, mit zwei Stürmern, das sieht auch nicht schlecht aus. Und da könnten wir auch einiges reißen. Und ja, da möchte ich mich noch bedanken, dass für die Views, für die Daumen hoch. Also ich finde das echt klasse, das Sporn einen an weiterzumachen. Ich mache das jetzt, glaube ich, knapp einen Monat und so, oder so. Aber ich muss sagen, das macht einfach so einen Spaß und durch euch mache ich einfach weiter. Also das ist einfach klasse. So, jetzt gucken wir uns das Team mal eben an. Nochmal direkt. Also ihr seht es ja jetzt schon, unser zweiter ZM ist weg. Ich habe Formation 4-1-2-1-2 genommen, weil ich denke, ist okay. Hier haben wir unseren Neuzugang, Baalbek. Ich denke, das ist ein guter Sturmpartner für TW. So. Und Pokal werden wir natürlich wieder spielen. Und dann melde ich mich gleich, wenn ich einen Gegner gefunden habe. Und dann rocken wir die Bude. Bis gleich. So, Gegner gefunden und dann starten wir auch direkt. Gegen den SC Freiburg spielen wir. In Santiago, Bernabeu. Hybrid. Hybrid 81er. Oha, das ist geil. Dumbia im Sturm. Sehr schön, sehr schönes Team, muss ich sagen. Mal gucken, was wir dagegen reißen können. Also, klasse. Server laufen heute nicht so gut von FIFA. Ich habe vorhin ein paar Spiele gemacht und die waren nicht so toll. Hat sehr viel geleckt. Obwohl ich eigentlich immer einen guten Ping hatte. Aber keine Ahnung, vielleicht hat EA heute einen schlechten Tag. So, dann fangen wir doch mal an. Mohimbe mit einem klasse Tackle. TV. TV steckt Mopay durch. Mopay. Eine Täuschung und ein Schuss. Abgefälscht Eckball. Perfekt. Erste Chance. Xavier Lewis wehrt super ab. Mohimbe. Ich würde sagen, TV schießt die Ecke. Tor. 1:0. 1:0 für unsere Jungs. Vorlage TV Fuma. Perfekt. So wollen wir das. Das ist ja unglaublich. Da lässt man den Jungen einmal die Ecke schießen. Aber war auch ein klasse Tor. Also da hat auch der Gegner mitgeholfen. Da sehen wir es nochmal. Da, Eigentor würde ich eigentlich sagen. Aber ich würde trotzdem sagen, Vorlage TV Fuma. Die Ecke kam von ihm. Fertig. Cyprien macht das Tor sogar, den ich im letzten Spiel noch so kritisiert habe. Okay, aber egal, Vorlage TV, egal was jemand anders sagt. Fertig. Nicht schlecht. Doch, Freistoß. Oh, knappes Ding. Knappes Ding. Sehr knapp. Mir auch Latte. Solange der nicht reingeht, juckt mich das nicht. Okay. Baalbek. Bifuma, Mopay, Baalbek. Baalbek läuft durch und Eckball. Eckball der zweite. Mal sehen. David Luiz hat auch wieder abgewehrt. Mal sehen, ob wir das gleiche nochmal wiederholen können. Wir nehmen natürlich wieder Team Bifuma für die Ecke. So. Und? Schade. TV, Pass auf Mopay und? Komm, Junge. Und Eckball, Eckball der dritte. Ah, es geht heiß ja heute hier. Diesmal schießt Mohimbe. Na, gibt es noch eine? Ja, noch eine Ecke für uns. Komm, TV. Schade. Bela. Dumbia wieder. Also der Junge versucht alles über Dumbia und Dumbia macht den Ausgleich. Okay. War nur eine Frage der Zeit, bis Dumbia trifft. Also war nur eine Frage der Zeit. Schönes Tor, aber im schlechten Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit, das muss nicht sein. So.
Halbzeit. Da, 1-1. Mal sehen, was wir in der zweiten Halbzeit noch reizen. Ein Upgrade haben wir ja durch die Vorlage von TV. Zyprian hat gelb. Aber mal sehen. So. Ja, 2-1 Dumbia. Der Gegner hat sehr viel Glück mit seinem Pace, aber naja. Da machst du nichts. Und Torsic ist durch. Also gegen dieses Team. Ja, 3-1. Torwartfehler. So, rüber jetzt. Dieser David Luiz. Ja. So, jetzt. So, rüber und hoch. Oh, klasse Schuss. Das gibt's nicht. Wir haben schon den Ball schon längst. Das ist unglaublich. Unglaublich. Wir haben eigentlich den Ball geklärt. 4-1. Also langsam werde ich sauer. Also das geht mal gar nicht. Da, das war's. Spiel vorbei. Wir verlieren 4-1. Aber das macht nichts. Ich habe mir überlegt, ich nehme noch eine zweite Folge mit rein. Also ein zweites Spiel. Diesmal. Gucken wir uns mal das Ergebnis direkt an. So, wir verlieren 4-1 gegen einen ekligen Gegner, sage ich nur, also mehr fällt mir dazu nicht ein. So, wir haben es nicht als Torvorlage gezählt, aber ihr habt es gesehen, wer die Ecke geschossen hat. Deswegen kriegt ihr auch die Vorlage. Ein Upgrade für die nächste Folge. Und ich überlege, ob ich den auch sofort mit ins nächste Spiel nehme. Ich denke mal, das mache ich. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, dann starten wir das nächste Spiel. Gleich zeige ich mal kurz hier der Neuzugang. Wir haben unseren Rechtsverteidiger getauscht. Neu im Team ist jetzt Funny als Rechtsverteidiger. Wir haben jetzt den Bronze Rare auf Silber Non-Rare aufgewertet. Und bis gleich im nächsten Spiel. So, nächster Gegner ist gefunden. Ich spiele jetzt diesmal mal im Köln-Trikot, habe ich mir mal so gedacht. Mit unserem Neuzugang Funny und Söme 01, 82 Bewertung, Higuain und Palacio im Sturm. Ja, das sieht nicht schlecht aus mit Pogba und Vidal im Zentralen, also das ist schon eine Babo-Zentrale. Ja, mal sehen, wie es diesmal läuft. Letztes Spiel habt ihr ja gesehen, das ist für mich jetzt hier das nächste, was ich aufnehme. Wir haben ja leider verloren, 4-1 kläglich, aber naja. Eine Aufwertung, der junge Mann ist jetzt mit dabei. Wollen wir noch mal sehen, was geht. So, das Spiel beginnt. Wir versuchen mal sofort mit Offensiv zu spielen und zu starten, ob das was wird. Und das Spiel beginnt. Cyprien. TV. Und? Ah. Schade, wir wurden im letzten Augenblick noch geblockt. Hier, wie? Komm! Jawohl, das 1-0 für unseren Club! Wir machen das... Wir gehen in Führung in der 23. Minute. Sehr schön. So gehen wir gerne in Führung. Also endlich trifft er wieder. Endlich trifft er wieder. So. Ball weg. Und langer Pass. Hier wie mit dem Kopfball. Und.
Yes, Baby! 2:0! Wunderschön, nach 40 Minuten mal 2:0 zu führen. Sehr schön. Wunderbar. Göttlich einfach nur. Mopay mit dem 2:0. Göttlich. Ist auch schon sein zweiter Treffer in dieser Serie. Ist überragend einfach. Zählt das als Vorlage? Könnte man sagen, ne? 2:0 führen wir. Ja, wir haben 2 Tore erzielt, wir haben mehr Schüsse. Auch aufs Tor. Ballbesitz ist ja ein bisschen besser, der Gegner. Aber sonst, das Ergebnis zählt einfach. Und dann gehen wir in die zweite Halbzeit. Boah, trotz dessen, dass wir 2:0 führen, ist das echt hart. Weil man weiß nicht, was passiert. Jawohl, da ist der Ball. Und der Schuss. Super Tor vom Gegner. Sahne. Klasse gemacht. Schöner Finesse-Shot von Vidal. Da sah unser Torwart alt aus. Wunderschön. Hier ist nochmal das Tor. Wunderbar in den Winkel. Besser kann man es nicht machen. Der Anschlusstreffer. Knappe 60 Minuten gespielt. Jetzt müssen wir nochmal alles geben, dass wir auch die Führung halten. Ah, der Gegner, der macht jetzt Druck ohne Ende. Ja, schießt aber Gott sei Dank daneben. Gott sei Dank. Nochmal auf rechts. Auf Bela. Schade. Ich glaube, das darf ich nicht so machen. Weil dann fangen wir uns direkt einen Konter und das ist scheiße. Boah. Heftig. Nein. Ja. Habe ich mir gedacht, weil der Torwart auch so pariert hat, dass er zu weit draußen steht. Schade, der Ausgleich für den Gegner. Schade. Boah. Das war Glück im Unglück, aber naja. Es war sowieso abseits, also von daher. Super, super. Flanke. Bahebek? Yes! 3:2. Super herausgespielt. Schön mit den Eckfahnen. Jubel. Wunderbar. 3:2 für Thierry und seine Freunde. So ist das doch schön, oder? Schön rübergespielt. Super Annahme. 3:2. Jean-Christophe Bahebek in der 82. Nach dem Anschluss wieder durchgepaced. Das kennen wir ja schon. Meistens ein Tor. Latte! Oh Herr. Krass. Aber ich weiß nicht, wer dran war. Das ist schon wieder göttlich. 87. Minute. Geht da noch was für den Gegner? Oder werden wir das schaffen? Super geholt vom Balmi. Boah. Nein, 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 nein. Ja. Einfach mehr Durchsetzungsvermögen. So ein Scheiß. Echt. So ein Scheiß. Guckt euch das an. Ja. Sieht schlecht aus. Das gibt's nicht. 4:3. Das war's für uns. Pech wieder. Sehr schade. Ich weiß es nicht. Schade einfach. Es gibt auch keine Nachspielzeit, wie es aussieht. Ja, das war's.
Wir verlieren 4-3. Wir haben zwar geführt, aber verlieren, weil der Gegner mehr Durchsetzungsvermögen hat, allein an den Spielern. Wir haben halt mehr Körperstärke als unsere Bronze und Silbern. Aber das soll keine Ausrede sein. Wir haben gezeigt, wir können mithalten. So. Schauen wir mal in die Statistik. Ein Tor. Und ich würde auch sagen, die Vorlage zählt auch. Das sind dann zwei Punkte. Zwei Upgrades, zwei neue Spieler für die nächste Folge. So. Und wenn es so ist, wenn ihr das sehen wollt weiterhin, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr wollt. Schreibt mir ein nettes Kommentar, wie euch die Serie so gefällt, was ihr anders machen würdet. Bis zum nächsten Mal, euer Krauer. Ciao, ciao.